Ja, Caroline, du bist ja Mitgründerin von Politics oder Direktorin von Politics for Tomorrow. Das ist ja ein total spannender Name auch. Und wir sind ja gerade dabei, eine Beteiligungsstrategie für das Land Vorarlberg zu erarbeiten. Und ihr beschäftigt sich ja in eurem Wirken und in eurem Tun auch sehr stark mit diesem Thema, nennt es aber auch durchaus auch anders. Was ist so euer Zugang zu diesem Thema? Und vielleicht könntest du auch noch für unsere Zuseher sozusagen noch ein bisschen was zu deiner Person dann auch sagen. Was machst du, was hast du für einen Hintergrund und was ist so das Selbstverständnis von Politics for Tomorrow? Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich hier heute einen kleinen Impuls mit beizusteuern. Mein Name ist Caroline Pauli-Thiel. Ich bin Direktorin und Mitgründerin von Politics for Tomorrow. Wir sind eine Initiative, die an der Schnittstelle von Staat und Gesellschaft arbeitet, um dort bessere Prozesse, bessere Entscheidungen, aber natürlich auch eine größere Handlungsfähigkeit herzustellen, um unsere demokratischen Systeme zu stärken und aber darüber hinaus auch wirklich diese tiefgreifenden Wandelprozesse, die vor uns stehen, zu demokratisieren, so dass wir uns alle daran beteiligen können. Unser Selbstverständnis ist, dass eben Politik oder Politiken erst entstehen durch die richtigen Prozesse. Und dass es natürlich Beteiligungs- oder wir sagen jetzt einfach mal Prozesse von unterschiedlichen Ebenen, von unterschiedlichen Personengruppen sind, die immer bestimmte Machtgefüge natürlich irgendwie oder Entscheidungsarchitekturen in sich tragen. Und Politics ist für uns das Verständnis eingebettet in Polity, in die Institutionen, aber eben auch in Policy als Inhalt, der dadurch entsteht und ist aber wirklich, sage ich mal, geprägt auch durch Hannah Arendt, ein Verständnis, das sehr prozessbezogen ist und das eben nicht nur auf Wahlen oder auf institutionell formal gerahmte Prozesse sich bezieht, sondern eigentlich auf grundlegende Interaktionen, Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft. Und damit natürlich auch die Frage des Öffentlichen, also wie konstituieren wir Öffentliches, wie konstituieren wir Öffentlichkeit, dort sehr stark im Zentrum steht. Und wir der Annahme sind, dass sich das gestalten lässt. Also dass natürlich bestimmte Konstrukte, mit denen wir aktuell agieren, ein Resultat sind aus Geschichte, aus Vergangenheit, aus mehr oder weniger bewussten Gestaltungsprozessen. Und wir aber uns nicht einsperren lassen sollten von diesen Konstrukten, sondern uns eher bewusst machen sollten, dass wir sie entwickeln können, dass wir sozusagen, dass es in unserer Macht steht, diese Sachen in Frage zu stellen und eben auch umzugestalten. Ist ja ein bisschen ein Selbstermächtigungszugang eigentlich, oder? So dieses, wir können gestalten, also tun wir es doch auch, oder? So, und auf einer Ja, Welt. es ist eine Selbstermächtigung, aber vielleicht auch ein Bewusstwerden von diesen Möglichkeitsräumen in einem Kontext, wo man irgendwie schnell natürlich auch mal Verantwortung auf eine andere Seite schiebt oder sagt, dafür sind wir nicht zuständig, dafür haben wir kein Mandat. Hier brauchen wir irgendwie eine andere hierarchische Ausrichtung und dort eher wirklich die Handlungsfähigkeit im System in das Zentrum zu stellen und zu sagen, wir brauchen jetzt alle klugen Köpfe, Hände und auch natürlich irgendwie Herzen, um hier gemeinsam was zu leisten in den nächsten Jahren, was wir in dieser Art und Weise auch noch nie probiert haben. Ich meine, man könnte jetzt, wir haben ja da ein kurzes Gespräch und nicht eine riesenlange Vorlesung oder mehrere Stunden, aber trotzdem will ich die Frage stellen, warum braucht es diesen Zugang überhaupt? Also warum müssen wir denn unsere politischen Institutionen und Prozesse so auch nochmal in Frage stellen? Es funktioniert doch eh irgendwie. Also wir gehen davon aus und richten unsere Arbeit aktuell auch selbst neu aus, dass die nächste Dekade
man könnte fast sagen, die entscheidendste Dekade für die Entwicklung der Menschheit sein wird, weil wir vor Möglichkeitsräumen stehen, die entweder unsere Zukunft extrem einschränken oder uns bestimmte Optionen in der Zukunft offen lassen, weil wir uns radikal verändern. Das heißt, wir steigen ein in eine neue Risikoära, wie das manche Wissenschaftler nennen würden, aber für uns eben auch in eine Ära von Transformationsmöglichkeiten. Also dort, wo viel Chaos entsteht, kann viel zusammenbrechen, kann aber auch mit wenig sehr klugen Entscheidungen eben tiefgreifende Veränderungsprozesse angestoßen werden. Und dafür brauchen wir ein Prozesswissen oder auch ein Bewusstsein, neue Skills, neue Grundlagen für eine Gestaltung, die wir uns antrainieren müssen. Das heißt, wir haben bisher diese Möglichkeitsfenster zu wenig genutzt, wirklich Muskel aufzubauen und organisationale Kapazitäten, um aus alten Handlungsmustern auszubrechen. Wir haben eine Wissenschaft, die uns deutlich seit Jahrzehnten aufzeigt, dass wir grundlegend in einer anderen Interdependenz miteinander, aber auch mit unserem Planeten uns aufstellen sollten, und institutionell hinken wir einfach maßgeblich hinterher, und auch politische Prozesse versuchen, sich einfach aus dieser Anpassungsfähigkeit rauszuwinden. Und das können wir noch ein Jahr tun, zwei vielleicht, aber irgendwann werden wir eingeholt werden von der Krisenpolitik, die eine Reaktionsfähigkeit fordert, wo immer schneller öffentliche Mittel für sogenannte unvorhersehbare Schocks oder Krisen eingesetzt werden müssen. Dem sollten wir vorbeugen und schlauer sein, indem wir antizipierend sagen, wir bauen jetzt Handlungsfähigkeit auf, wir wissen, dass Krisen kommen, wir wollen einen anderen Umgang damit finden. Also du redest von sozusagen einer neuen Risikoära und den radikalen Veränderungen und den Transformationsmöglichkeiten, und plädierst ja auch, oder ihr plädiert ja da auch für ein bisschen eine neue Form des Regierens. Welche Rolle spielt in der Thematik jetzt das Thema Beteiligung aus deiner Sicht? Also ich denke, Beteiligung ist ein zentraler Punkt in dem Aufstellen von neuen Prozessen. Das heißt, wir haben eine Beteiligung schon bei der Entwicklung neuer Prozesse, aber natürlich auch bei der Umsetzung, bei der Evaluation dieser Prozesse. Wir können es uns auch wieder vorstellen als einen Politik- oder Prozesszyklus, der ja auch ein Stück weit, sage ich mal, einen politischen Metabolismus oder eine politische Ökologie irgendwie abbilden muss. Das heißt, in allen Phasen dieser neuen Zyklen ist Beteiligung, hat Beteiligung eine Rolle, und wir sollten viel deutlicher sein, welche Rolle sie eigentlich hat. Beteiligung als Wort ist im Deutschen eben dieses Be-Teil, also ne, ich bin Teil, ich darf an etwas teilhaben, aber gehen wir an die da unterliegende Ebene, die eigentlich Eigentümerschaft oder Ownership-Aspekte betrifft. Und wir kennen ja die Leiterbeteiligung oder unterschiedliche Ebenen der Beteiligung, die für uns natürlich total wichtig sind und die, glaube ich, auch für alle öffentlichen Institutionen, die eben Beteiligungsprozesse anstoßen wollen, klar und deutlich verständlich sein sollten, damit wir immer ein Stück weit auch diese Ansiedlung oder unterschiedliche Verantwortungen in einem Prozess deutlich machen können. Auf der anderen Seite denke ich, dass wir jetzt in einen Umstand kommen, wo wir diese Eigentümerschaften trotz allem hinterfragen müssen und wo letztendlich auch legale oder, sage ich mal, legislative Prozesse angestoßen werden müssen, um ein Recoding, also, sage ich mal, tiefgreifende Veränderungsprozesse auch in den rechtlichen Strukturen vorgenommen werden müssen, um dort neue Verantwortlichkeiten festzulegen. Also es reicht nicht nur zu beteiligen im Sinne von, wir bestimmen, wer an den Tisch kommt, sondern wir müssen noch tiefergreifend aufmachen, um zu sagen, wem gehört denn eigentlich der Tisch?
Ja, schönes Bild. In unserer Strategie, die wir jetzt ausgearbeitet haben, plädieren wir für so eine Art Nordstern, also als übergeordneter Orientierungspunkt für die Gesamtgesellschaft. Und im Kontext von Beteiligung sehen wir diesen Nordstern als etwas, wo wir sagen, Bürgerbeteiligung wird ja oft so als Projekt gesehen und man macht da mal ein bisschen Beteiligung und dann ist es wieder erledigt und dann kann man nochmal ein Bürgerbeteiligungsprojekt machen. Unser langfristiges Ziel wäre sozusagen, dass es sich zu einer anderen Art des Führens, also so ein partizipatives Führen als Kultur in der Politik etabliert und damit Beteiligung so irgendwie ein inhärenter Bestandteil von Politikgestaltung wird und als selbstverständlich auch angenommen wird. Ist dieses Bild oder diese Art Nordstern für dich vorstellbar so in der Form oder würdest du sagen, das deckt sich auch mit euren Zielsetzungen? Also ich denke, dass eine Art, ne, was du sagst, partizipative Governance, partizipative Leadership, dass das auf jeden Fall etwas ist, was auch, wenn wir uns vorstellen, dass wir aus einem Hierarchiekonstrukt kommen, was eben eher als Dreieck funktioniert, ne, wo irgendwie eine Person oben an der Spitze sagt, wo es eigentlich hingehen soll. Und wir aber in einer Zeit von so einer hohen Komplexität und so einer hohen Dynamik wirklich ein sehr großes Risiko laufen, wenn wir weiterhin in diesem Hierarchiekonstrukt bleiben, weil, sage ich mal, also es braucht jetzt viele Augen, die als Sensorium fungieren, um überhaupt eine Richtung auszumachen. Und auch eine Umsetzung von bestimmten Konzepten und Modellen zu gewährleisten, die eine Person oder ein kleines Team in dieser Form gar nicht mehr in der kurzen Zeit oder auch in der Dynamik, in der wir uns befinden, leisten kann. Also ich glaube, da geht es nicht nur darum zu sagen, ja, dieser Nordstern ist erstmal eine richtige Annahme, sondern es geht auch darum, die Einschränkungen der aktuellen Lage noch mal ganz deutlich hervorzuheben und zu sagen, wir haben eigentlich gar keine andere Wahl, als jetzt mehr Leute in einen Leitungskreis aufzunehmen, die eine Perspektivenvielfalt abbilden auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch viel geschulter und ausgebildet sind, um die Gestaltungsgrenzen von Carbon Emissions, also irgendwie, was haben wir eigentlich noch als Budgets zur Verfügung, um Emissionen zu emittieren? Welche Materialgrenzen haben wir erreicht? Welche biophysikalischen Umstände müssen wir berücksichtigen bei allen Entscheidungen, die wir in den nächsten Jahren treffen? Dass diese Menschen nicht nur auf der einen Seite Leadership Verantwortung übernehmen oder ihre Perspektiven einbringen, sondern gleichzeitig auch mit wissenschaftlichen Grundlagen versorgt werden, die letztendlich evidenzinformierte Entscheidungsräume aufmachen und wo auch diese Diskussion sozusagen nicht mehr auf Annahmen oder auf emotionalen Zuständen basiert, sondern viel stärker sich in einem Kontext abspielen, die eben faktenbasiert und evidenzinformiert sind. Das ist jetzt natürlich auch angesichts der Komplexität der Herausforderungen und ich glaube, ihr verwendet ja auch den Begriff der Polykrisen, da ja auch nicht ganz einfache Übung, das in dieser Form zu machen. Wie schaut es denn ganz konkret so in der Praxis aus? Ihr seid ja da mit der Idee unterwegs einer Transgenerational Task Force. Was ist da die Idee dahinter und wie gelingt es durch, ja, sage jetzt mal, innovative Konzepte da, politische Institutionen neu zu beleben? Also ich denke, den ersten Shift, den wir jetzt und wie gesagt, also wir sind selber in einem strategischen Umbruchsprozess für uns drin und ich möchte auch sagen, also diese Veranstaltung richtet sich ja an PraktikerInnen,
Hand aufs Herz, für mich irgendwie persönlich, in den letzten 10 Jahren haben wir auch viele Visionsstrategieprozesse begleitet, die letztendlich Energie, Material und zeitblind gewesen sind, weil wir haben extrapoliert aus dem Jetzt und angenommen, dass in Zukunft ähnlich viele Ressourcen, ähnlich viele Energiezugänge, ähnlich viele Möglichkeiten uns offen stehen und haben sogar das noch potenziert. Wir sind selber in den letzten 1,5 Jahren durch Prozesse gelaufen, wo wir gemerkt haben, also um eine Praxis aufzubauen, die wirklich in eine regenerative Zukunft, in eine ethisch vertretbare, sozial gerechte Zukunft führt, müssen wir dort ganz deutlich diese Prozesse anpassen. Das tun wir aktuell, indem wir uns neue Gestaltungsgrenzen setzen. Diese Gestaltungsgrenzen kommen aus der Wissenschaft. Wir müssen das als Prozessdesigner, als Prozessbegleiterin natürlich runterbrechen in etwas, was wir gemeinsam mit unseren öffentlichen PartnerInnen verständlich machen können, pro Stadt, pro Land, pro Staat irgendwie runterbrechen können und verstehen können, was bedeutet das. Der Donut als Konzept ist hier eine gute Grundlage, aber es gibt natürlich auch viele andere von Carbon Emission Boards, Dashboards etc. Also das hat viel irgendwie auch mit diesem, was ist eigentlich der Gestaltungsrahmen, das als allererstes zu setzen und eben nicht mehr die Bedarfe von Einzelpersonen dort vorne dran zu stellen, ist der erste Schritt, um ein neues Feld aufzumachen. Dann würde ich sagen, das zweite ist, New Public Management sehr kritisch unter die Lupe zu nehmen und zu sagen, wir brauchen für diese großflächigen, aber trotzdem, ich sage jetzt mal, mikroplanetaren, also lokal planetarischen Transformationsprozesse ein anderes Management. Wir brauchen etwas, was agiler ist, was regelmäßiger uns hilft, diesen Abgleich von außen nach innen, nach vorn zu machen. Dafür nutzen wir einen Prozess, den wir gerade entwickeln, das heißt 10x100, 10x100 Tage, evaluationsstrategische Ausrichtungsprozesse aller 100 Tage, um eben zu schauen, diesen Nordstern oder die große Vision, Mission für die 1000 Tage, wie breche ich das runter, was passiert eigentlich, können wir dort eben auch Accountability, Verantwortlichkeiten, Berichtszyklen beschleunigen. Dazu können wir gerne mehr teilen, auch ins Detail gehen, weil das natürlich auch was ist, was letztendlich total spannend ist, in der Stadt sektorübergreifend anzuwenden, aber auch in der Verwaltung, die immer noch in Silos agiert, dort irgendwie etwas zu schaffen, wo durch eine Dokumentation und eine strategische Diskussion eine Ausrichtung stattfinden kann, eben innerhalb weniger 100 Tage Zyklen, die uns allen hilft zu verstehen, welche Strategien sind in der Stadt, wo arbeiten wir aneinander vorbei, wo können wir Synergien schaffen, wie können wir uns gemeinsam besser koordinieren bei den wenigen Ressourcen, die wir haben, etc. Das wäre der zweite Ansatz. Und die Transgenerational Taskforce, also irgendwie zu verstehen, wie wir aus Bürgerratsgremien, die ja letztendlich Empfehlungen formulieren, die von der Politik und damit dann auch von einer öffentlichen Verwaltung angenommen und umgesetzt werden müssen, dort neue Gremien zu etablieren, die eben uns helfen. Wir haben das ja in Berlin schon probiert. Einerseits eine andere Kommunikation zwischen Stadtgremium und Verwaltungsforum zu schaffen, also sozusagen auch innerhalb von Verwaltungen eher viele Perspektiven an Bord zu bekommen, um eben dort einerseits Wissen, Kapazitäten, aber auch konkrete Möglichkeitsräume aufzumachen, um die Empfehlungen aus der Stadt nicht nur zu übergeben, sondern schon vorab zu schauen, was ist eigentlich umsetzbar, ne, und das irgendwie miteinander kommunizieren zu lassen. Und auf der anderen Seite zu sagen, wenn wir größere Bögen von Empfehlungen haben, die eben auch längerfristig nur implementiert werden können, wie können wir Taskforces etablieren, die in psychologischen Entwicklungsräumen, sage ich mal, und ich führe das gleich noch ein bisschen näher aus, Policies mit auf den Weg bringen, die eben für in einer Phase von Offenheit auf der Bürger- und Bürgerinnenseite schneller in die Verbindung von kurzfristiger Krisenreaktion
und langfristiger Transformation führen. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben vor einem Jahr in Berlin ein Bürgergremium im Kontext zu Smart City facilitated. Das hatte eben auch im Anschluss schon dieses Verwaltungsforum in der Stadt. Die Strategie wurde Ende letzten Jahres auch verabschiedet. In diesem Zeit, 24. Februar, hatten wir eine öffentliche Veranstaltung. Das war der Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine. In den nächsten 4 Wochen haben wir in diesem Bürgerratsgremium eine maximale Solidarität erlebt, nicht nur in Reaktion auf Menschen, die in die Stadt geströmt sind, sondern auch in Reaktion auf langfristige Umstellung ihrer Energieversorgung, kollektive Energienutzungskonzepte, Möglichkeiten, Balkonkraftwerke sozusagen anzubringen, umzuschwenken auf erneuerbare Energien. Zu dem Zeitpunkt gab es aus der Politik keine Vorschläge, um darauf einzugehen, weil natürlich dort ganz andere Dinge viel wichtiger waren, um erstmal zu reagieren. Aber wenn es in diesem Moment eine Taskforce gegeben hätte, die diese psychologische Offenheit hätte nutzen können und umsetzen können in politische, sage ich mal, sogar regulative Experimentierzonen, um zu sagen, wir probieren das mal aus. Wir haben hier etwas für diejenigen, die jetzt umsteigen wollen. Wir können langfristig diesen Schritt begleiten. Wäre das ein wunderbares Zeitfenster gewesen, um schnell zu reagieren und diese Offenheit der Bevölkerung direkt mitzunehmen. Und ich glaube, das sind Möglichkeitsräume, die wir in unserer Szene viel deutlicher diskutieren sollten, weil in der Zukunft Schocks nicht linear stattfinden. Wir werden nicht einmal schön einphasen und einmal schön ausphasen, sondern die Krise passiert in Drops. Also wir sinken ab, wir versuchen das System wieder zu stabilisieren. Der nächste Schock kommt aber garantiert. Und wenn wir in diesen, sage ich mal, Schockmomenten Dinge haben, die wir entgegensetzen können, die uns Richtung langfristige Transformation, Systemwandelprozesse unterstützen können, dort aber trotzdem nicht öffentliche Mittel von top-down entscheiden, sondern mit einem partizipativen Ansatz aus der Bevölkerung legitimieren auch können, ein Feedback erzeugen können, Akzeptanz, aber auch eine nächste Perspektive mit reinbringen. Das ist, glaube ich, etwas, was uns allen auf diesem Weg, der nicht einfach sein wird, eine große Unterstützung sein könnte. Ja, super spannend. Wenn ich jetzt mal so in ein paar Schlagworten so nochmal unser Gespräch resümiere, also das heißt, du sagst, wir haben gar keine andere Wahl, als darüber nachzudenken, wie wir gute politische Prozesse gestalten. Wir müssen sie anders gestalten, um gut durch die Krisen zu kommen oder um eigentlich noch besser durch die Krisen zu kommen. Partizipation spielt dabei eine wichtige Rolle. Wenn wir jetzt von dem partizipativen Führen als Nordstern oder von dem öffentlichen Gestalten, wie ihr es auch formuliert, sprechen, welche Kompetenzen brauchen denn die Menschen, die in Leadership-Rollen dann auch drinnen sind, sei das in der Politik, sei das in der Verwaltung? Du hast schon einige Punkte erwähnt, wie Agilität oder das Denken in anderen Zyklen, 10 mal 100, Experimentierzonen, die es braucht, also natürlich dann auch damit auch eine Offenheit. Und ihr seid ja auch, oder du bist auch Mitgründerin von dem Creative Bureaucracy Festival. Also so, warum braucht Verwaltung oder Politik denn überhaupt Kreativität? Also diese Frage kann ich gleich beantworten. Du hast aber auch nochmal die Frage nach Skills oder wie soll ich sagen, neuen Fähigkeiten gestellt. Also diese Kreativität, warum verbraucht Verwaltung und Politik Kreativität? Weil wir ganz klar bisher, sag ich mal, erstens mit der Denke, mit der wir das bestehende System aufgebaut haben, natürlich
kein Neues aufbauen können und auf der anderen Seite, weil mögliche Antworten und ich will, also wir haben zum Beispiel auch das Wort Lösung aus unserem Vokabular gestrichen, weil wir glauben, dass auf diese vertrackten Probleme, Wicked Problems, eben auch komplexere Antworten, Wicked Responses, also etwas folgen muss, was wir in der Form nur schwer denken können und wo wir unser Gehirn, sag ich mal, Kreativität bedeutet ja auch eine neue Kombination von Möglichkeiten, wo wir unser Gehirn trainieren müssen, in einem anderen Modus zu denken und damit auch auf andere Antworten, auf komplexere Antworten, auf Policy Bundles, eine Kombination von unterschiedlichen Elementen viel stärker hinarbeiten müssen, um eben über verschiedene strukturelle Ebenen dann wirklich Veränderungen anzuschieben. Das ist in dieser Form, wird, sage ich mal, von Leuten aus unserem Umfeld natürlich schon versucht, aber wir haben, ich würde sagen, dafür auch noch keine wirklichen Blaupausen, weil es natürlich irgendwie strategisch, strukturell, kulturell dort einen Zusammenhang gibt, der erstmal schwer zu denken, aber dann wahrscheinlich noch schwieriger umzusetzen ist. Insofern, Kreativität ist etwas, das nicht mit, wie soll ich sagen, lustigen leicht anheimelnden Prozessen oder das könnte man so machen zu tun hat, sondern Kreativität ist für mich echt das ist ein Training, das ist ein Muskelaufbau, das ist total ernsthaft seriöse Arbeit und wir brauchen es jetzt, weil wir, wenn wir ehrlich sind, keine Antworten haben auf das, was uns da bevorsteht und uns wirklich mehr Zeit einräumen sollten, um tief zu denken und alle Möglichkeiten im System zu erörtern, um uns wirklich für eine Zukunft aufzustellen, wo wir gerade durch ein Nadelöhr müssen, damit wir irgendwie neue Energiequellen, neue Materialmöglichkeiten und neue planetare Zusammenhänge entdecken. Also insofern, Kreativität ist ein absolut wichtiges Element, um überhaupt Zukunftsfähigkeit herzustellen und öffentliches, Demokratie, Gerechtigkeit, also Grundaspekte in unserem Verständnis, wie wir in die Welt gestellt sind, überhaupt aufrechterhalten zu können. Der zweite Punkt in Bezug auf Fähigkeiten. Ich glaube, wir brauchen Menschen in Leadership-Funktionen und dafür gibt es auch schon sehr gute Beispiele, die verstehen, wie man sehr menschliche Aspekte, kulturelle Aspekte mit einem strukturellen Wandel zusammenbringen kann. Das heißt, das ist für mich eine strategische Arbeit, die trotz allem eine empathische Komponente hat, um Menschen zu ermutigen, Wege zu gehen, die möglicherweise erstmal nicht sehr deutlich sind, die auch viel mehr Fragen als Antworten erzeugen, die Mut benötigen, die aber auch Weitsicht benötigen, um zu sagen, wir sehen dann einen Horizont und wir lassen uns auch nicht unterbekommen oder wir gehen über eine Depression oder durch eine Depression hinweg, weil wir wissen, dass es jetzt einen Möglichkeitsraum gibt und wir möchten diesen Möglichkeitsraum nutzen und wir machen den auf für unsere gesamte Belegschaft oder für eine gesamte Organisation, gemeinsam sich anzustrengen, kollektive Intelligenz in den Vordergrund zu stellen und dort Möglichkeiten zu finden, mit diesen Ressourcen, die vorhanden sind, neue Wege auch zu beschreiten. Also für mich ist es eher eine strategisch und eine systemische Aufgabe. Also ich denke, ein systemisches Verständnis ist da absolut essentiell und auch das Arbeiten über verschiedene Interessensgruppen hinweg, das Arbeiten über verschiedene Parteiparadigmen hinweg und trotz allem eine Erkenntnis, dass eben Menschen innerhalb einer Institution mit auf eine Reise genommen werden möchten
um dort ihre Potenziale zu entfalten und dafür eben auch eine strukturelle Veränderung notwendig ist, da wir aktuell im öffentlichen Bereich häufig in Strukturen arbeiten, die das eher verhindern als ermöglichen. Das war jetzt eigentlich eine ganz schöne Job Description für eine Berufspolitikerin. Da knüpfe jetzt mit der Frage an, wenn du jetzt Landeshauptfrau von Vorarlberg wärst, wie es so schön heißt bei uns, was wäre dir denn in Bezug auf Beteiligung und einen strategischen Umgang mit diesem Thema denn wichtig? Was wäre das Erste, was du auf den Weg bringen wollen würdest? Das war eine schöne Möglichkeit, darüber nachzudenken. Also ich kann ein schönes Beispiel aus Taiwan einbringen, was mich in meiner Arbeit auch sehr stark inspiriert hat. Und zwar Beteiligung wirklich als Kernkompetenz in allen Bereichen zu sehen und dafür auch Menschen auszubilden bzw. einzusetzen, die wirklich in den unterschiedlichen Departements als Beteiligungsprozessbegleiterin ausgebildet und auch verantwortlich sind. Und wie eher, sage ich mal, das Erste, was ich wahrscheinlich tun würde, wäre irgendwie ein organisationaler und strategischer Scan, um zu verstehen, wo nutzen wir Beteiligung, in welchen Phasen des Politikzykluses wird das auch schon praktiziert, dort eine gute Praxis auch zu feiern und irgendwie möglicherweise zu evaluieren und auf der anderen Seite aber eben auch blinde Flecken zu identifizieren, um zu sagen, bei der Umsetzung, dort wo es um Eigentümerschaft geht, dort wo es um Maintenance, also auch um den Betrieb von bestimmten Prozessen, von bestimmten Produkten, von bestimmten öffentlichen Verkehrsmitteln etc. geht. Wie weit wird das eigentlich gedacht und wo ist die Möglichkeit, eben auch neue Ownership, Governance-Ansätze zu etablieren, die Beteiligung nicht mehr zu einem Prozessabschnitt werden lassen, sondern eigentlich zu einer Funktion? Schön. Das klingt doch sehr gut. Jetzt vielleicht, was du uns jetzt nicht als Landeshauptfrau, sondern als Politics for Tomorrow, hast du uns eine Empfehlung oder einen Rat, was du uns mit auf den Weg geben würdest? Ich sage in dem Fall jetzt für die nächsten 100 Tage. Also ich glaube, ihr macht schon so tolle Arbeit. Ich habe keinen Rat, sondern ich würde mich eher freuen, wenn wir im Austausch bleiben zu Aspekten wie Civic-Public Partnerships. Ne? Also als neue, was sind neue Modelle, um genau das, was ich gesagt habe, in diesen Eigentümerschaften von Private-Public, Private-Public, People, Public-Civic, also was sind Modelle, wo wir eigentlich diesen öffentlichen Metabolismus, der ja darauf ausgelegt ist, öffentliches zu privatisieren. Also wir nehmen öffentliche Gelder, stecken sie in das Private und finden aber schwer Wege, es wieder zurück in das Öffentliche zu bringen. Wie können Prozesse ausschauen, die eher da einen Zyklus herstellen und auch nochmal überlegen, wie können wir sozusagen einen Stadtwald sich selbst gehören lassen. Ne? Vielleicht gibt es auch Modelle irgendwie noch, die uns eigentlich inspirieren könnten, über dieses Menschen sind Eigentümer von natürlichen Ressourcen, zu sagen, nee, kann es denn sein, dass ein Fluss sich selber gehört? Kann es sein, dass ein Wald sich selber gehört und wir eine ganz andere Funktion haben als Stadt oder als Öffentlichkeit, um uns darum zu kümmern, also eher in eine Care Economy reinzudenken. Wie können wir über Beteiligung dort Möglichkeiten schaffen, dass es stärker auch zu diesen strukturellen Veränderungen kommt? Das wäre was mich sehr interessieren würde, wo ich sehr gerne mit euch im Austausch bleiben möchte und natürlich auch aus unserer Zuhörerschaft mich freue, wenn wir dazu Beispiele sammeln und überlegen, wie das eigentlich ein neuer Standard werden sollte. Ja, das ist ein super Stichwort, neuer Standard. Und vielleicht noch meine letzte Frage. So,
das sind ja hohe Ziele, ja. Also partizipatives Führen als wesentlicher Bestandteil einer Politikgestaltung, als Kulturelement, wenn man so will. Auf dem Weg dorthin, den man vielleicht ja so nie erreichen wird, das ist ja die Nordstern-Metapher auch ein bisschen. Wo stehen wir denn da? Also sozusagen im Sinne eines Reality-Checks, sind wir auf gutem Weg? Also nicht wir speziell da, sondern wir als Gesamtgesellschaft? Also ich hätte gerne dazu viel mehr Zahlen. Ich möchte eigentlich auch, und die Diskussion hatten wir auch schon mal, du und ich, zu sagen, okay, wo stehen wir mit den Bürgerräten, wo stehen wir mit Menschen, die in Beteiligungsprozessen dabei gewesen sind, wo ist eigentlich unsere Statistik dazu, europaweit, ne? Nicht nur irgendwie auf Vorarlberg oder Berlin bezogen. Und was passiert eigentlich auch mit diesen Menschen, ne? Wie, was bedeutet das für unser demokratisches System? Wie arbeiten wir miteinander weiter, anstatt dieses, okay, ich bin jetzt einmal dabei gewesen, check, habe meinen Beitrag geleistet, aber eigentlich kommen wir in eine Zeit, wo genau diese Umsetzungsfrage entscheidend ist, um Konsequenzen zu schaffen, um Veränderungen wirklich sichtbar, spürbar, bemerkbar zu machen. Und müssen wir nicht eigentlich Richtung neuer Civil Service, also eine neue Art von regelmäßigen Anteil an gesellschaftlicher Gestaltung etablieren? Und ich glaube, wir haben schon einiges geschafft, aber wir haben es nicht auf eine Art und Weise dokumentiert, die uns eine Nachvollziehbarkeit und eine Wiederauffindbarkeit wirklich sicherstellt und gewährleistet. Und das ist was, woran wir arbeiten sollten, um eben auch strategisch eine ganz andere Grundlage zu haben, diese Theory of Change zu entwickeln und zu sagen, wie soll das denn in 10 Jahren aussehen? Wir haben irgendeinen steigenden Populismus in Europa, obwohl wir mehr Beteiligungsprozesse als jemals zuvor haben. Wie passt das eigentlich zusammen? Wie können wir dort ganz konkret auch intervenieren? Was gibt es für Möglichkeiten? Also ich glaube, es ist super wichtig, das auf ein anderes Level zu heben als dieses freiwillige, wir könnten ja mal, sondern zu sagen, it's a must have. Und wir müssen ganz konkret hierzu jetzt unsere Erfahrungen zusammentragen, das sichtbar machen, das dokumentierbar machen, das strategisch nutzbar machen und eben auch koordinierbar machen. Spannend. Jetzt fällt mir doch noch ein anderes Stichwort ein, ganz kurz noch bei einer Veranstaltung, wo es um datenbasiertes Entscheiden ginge, war da der Viktor Mayer-Schönberger eingeladen, der sich ja sehr intensiv mit Datennutzungen auch beschäftigt, Big Data und Co. Und seine Feststellung oder sein Befund war, dass uns als Gesellschaft die Fähigkeit ein Stück weit abhanden gekommen ist, zielgerichtet zu träumen. Weil die Daten sind ja erst dann wertvoll, wenn man sie zu nutzen weiß, also wenn man die richtigen Fragen stellt an die Daten. Und würdest du diese Diagnose so ein Stück weit teilen und wie gelingt es uns da auch wieder so diese Fähigkeit vielleicht auch wieder zu entwickeln, zielgerichtet zu träumen als Gesellschaft? Wie hat es denn verglichen mit den 68ern quasi und diese gesamtgesellschaftliche Vision, ob jetzt das gut oder schlecht war, das ist jetzt mal gar nicht relevant, sondern mehr so diese Kraft, die daraus entstanden ist für gesellschaftliche Bewegung. Wie würde es nur ja, also ich denke halt, für uns ist wirklich dieser, ich sage jetzt mal, der 10x100-Algorithmus von, ich muss häufiger nach außen schauen, ich muss häufiger nach innen evaluieren, um eben nach vorne zu springen. Weil was wir ja vor uns haben, sind Giant Leaps. Und ich würde da auch sagen, zielgerichtet zu träumen bedeutet, sich der Design Constraints, also das, was unsere Umwelt eigentlich an Boundaries hat, viel deutlicher zu machen, uns der Lethargie innen, in unseren Institutionen viel deutlicher bewusst zu werden, um dann angemessen und dann eben möglicherweise auch drastisch, also grundlegend, Veränderungen anzustoßen und nicht mehr nur inkrementell irgendwie eine Systemoptimierung vorzunehmen, die uns aber eigentlich eben nicht in diese Zielrichtung bringt, die wir vornehmen sollten. Also ich denke, es braucht dort neue
Denkalgorithmen, da kommt Kreativität irgendwie auch wieder ins Spiel, damit man überhaupt eine Idee, eine Vorstellung hat, was bedeutet denn eine neue öffentliche Infrastruktur in diesem Constraint von Material, von Energie, von Zeitressourcen? Und wie sollte das eigentlich aussehen? Und was können wir uns als an Bildern noch vorstellen? Wie malen wir uns diese Bilder aus? Und auf der anderen Seite dort eben Daten auch zu nutzen, um nicht die Vergangenheit zu extrapolieren. Also ich denke auch KI und ne, wir sind auch in einigen Runden dort irgendwie mit drin. Also KI als Werkzeug, das die aktuelle Sprachdenk, wie soll ich sagen, Handlungsstrukturen irgendwie auch in sich festschreibt und perpetuiert, das als nochmal als eine andere Möglichkeit zu verstehen, um Aspekte oder Ansätze, die in umfangreichen Beteiligungsprozessen schon Richtung Zukunft entwickelt wurden, viel stärker nochmal in neue Modelle einzubetten, darum irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen, auch Daten weiter zu nutzen, um zu sagen, wo könnten wir denn hingehen und in welche neuen Paradigmen können wir dort auch uns reinbewegen, ohne Angst zu haben, natürlich, dass wir irgendwie die Vergangenheit da komplett außer Acht lassen. Aber ich will einfach nur sagen, diese Datenfrage ist für uns total spannend mit Blick auf, ich will nicht nur schauen, was belastbar in der vergangenen Evidenz liegt, sondern ich will auch größere Patterns erzeugen in dem, was eigentlich als Vision Shift, als zukunftsfähiges, als zukunftsfähige Option vor uns liegt. Und ich denke, dass wir da auch öffentliche Daten und offene Daten bisher noch gar nicht ausgeschöpft haben, um uns diese Art von Denken zu unterstützen. Das wäre total spannend. Also für mich ist das Bild jetzt tatsächlich aufgetaucht, weil wir eine jahrelange Praxis an Bürgerräten haben, die genauso Zukunftsbilder natürlich generiert haben. Wenn man mal diese 50 Bürgerräte alle in den KI-Topf schmeißt, was denn dort mal an Vision auftauchen würde, das wäre ja super spannend. Also, absolut. Für neue Handlungsfähigkeit braucht es natürlich, wie ich sagen würde, auch neue Muskeln. Das bedeutet, wir müssen selber so ein bisschen aus diesen alten Trotz, die wir vielleicht aufgebaut haben und die auch total wichtig gewesen sind, Routinen in der Vergangenheit ausbrechen. Ich glaube, wir haben es alle in den Pandemiejahren ja gemerkt, also wie stark uns das auf der einen Seite gefordert hat, aber wie schnell wir uns eigentlich auch anpassen konnten in neue Routinen. Jetzt ist natürlich die Frage, was haben wir davon gelernt? Wie können wir darauf auch Systemwandelprozesse aufsetzen, strukturelle Wandelprozesse und nicht zu sagen, okay, wir wollen wieder in das zurück, was vor der Pandemie war, sondern eigentlich, wir haben kapiert, dass in den nächsten Jahren weitere Krisen auf uns hinzukommen und wir eigentlich dort unsere Strukturen so umbauen müssen, damit mehr Anpassungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit möglich ist. Für Menschen in Leitungsfunktionen bedeutet das unserer Meinung nach, dass wir Komplexität in Situationen von großer Unsicherheit und extrem Stress besser kommunizieren. Das bedeutet auch das Zugeben von Lücken und natürlich auf der anderen Seite das Organisieren von Expertise, um diese Lücken zu schließen und gleichzeitig aber eben auch Entscheidungen in regelmäßigeren Zeiträumen zu treffen und dort gesamtgesellschaftlich unterschiedliche Perspektiven von Betroffenheit mit einzubeziehen. Letztendlich geht es ja darum, legitimere Entscheidungen zu treffen in sehr volatilen, unsicheren Situationen. Das heißt, dieses Versprechen,
Es wird alles gut gehen, ist etwas, das in dieser Welt, in die wir uns jetzt begeben, ja, viel weniger eine Option sein wird, als zu sagen, wahrscheinlich können wir für den nächsten Zeitraum einen guten Ansatz finden, den wir aber auch wieder evaluieren müssen, wo wir irgendwie auch schauen müssen, was das für Konsequenzen hat. Ich glaube, was eine weitere wirklich wichtige Konsequenz sein wird für Menschen in Leitungsfunktionen, ist natürlich auf der einen Seite Reaktionsfähigkeit herzustellen, kurzfristig legitime Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig aber wirklich diese Langfristigkeit der Konsequenzen mitzudenken und viel stärker Krisenreaktion mit transformativer Veränderung zu verbinden. Und dafür eben auch zukünftige Generationen mit einzubeziehen. Super, nochmal auf den Punkt gebracht. Danke. Und jetzt vielleicht ein letzter Punkt nochmal zu dem Tisch. Also wenn wir über Beteiligungsprozesse sprechen, als wie soll ich sagen, eine Einladung, um Menschen an einen Tisch zu bringen, um unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen, dann stellt sich eben häufig die Frage, wem gehört eigentlich der Tisch und wer ist diejenige Institution oder Person, die dort einlädt und die letztendlich auch eine gewisse, wir nennen das Prozesshoheit, irgendwie mit sich bringt. Das ist natürlich irgendwie erstmal schon ein sehr guter Schritt, um überhaupt einzuladen und auch, um auch deutlich zu machen, wer letztendlich Entscheidungen auch wie treffen wird. Also das ist schon ein Fortschritt meines Erachtens, wenn alle diese Aspekte transparent vorne an einem Prozess dran stehen. Letztendlich denke ich jedoch, dass in Zukunft sich viel stärker die Frage stellen wird, wem gehört eigentlich der Tisch oder gehört dieser Tisch irgendjemanden, um nochmal innerhalb derjenigen Person, die sich eigentlich am besten in unterschiedlichen Prozessphasen beteiligen sollten, nämlich auch an der Umsetzung und an der Evaluation und an der Ausrichtung für die nächste Runde, um dort viel stärker deutlich zu machen, dass es eben ein Ort ist, den wir gemeinsam konstituieren müssen und der gegebenenfalls auch unter einer, wie ihr das nennt, Participatory Leadership, unter einer gemeinsamen Regelung zustande kommen muss. Und ich glaube, dass diese Frage sich nicht einfach lösen lässt, aber dass es auf jeden Fall uns einen Ort eröffnet, um eben über diese Eigentümerschaften politischer Prozesse uns nochmal anders auseinanderzusetzen und auch diese Räume, an denen Entscheidungen entstehen, den im Prozess nochmal eine stärkere Bedeutung zukommen zu lassen. Schön, super. Vielen Dank, Caroline, für deine Zeit. Und das war ein total wichtiger, hilfreicher Input für uns. Vielen Dank. Ja, danke dir und in dem Fall liebe Grüße nach Berlin und wir hören oder sehen uns. Schön. Sehr, sehr gern. Sagt Bescheid, wenn ihr in der Stadt seid. Oh ja. Danke Vielen schön. Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao.